Meine Damen und Herren, am Weg zu dieser Verbandsversammlung habe ich ausschließlich strahlende Gesichter gesehen. Und der Tag tut sein Übriges. Der heilige Petrus freut sich über diesen heutigen Verbandstag und den damit verbundenen Wechsel in der Führungsmannschaft des Steirischen Raiffeisenverbandes. Wie es da drinnen ausschaut, geht viele etwas an, selbstverständlich, aber wir haben, und der Herr Landesrat hat das angesprochen, schon eine etwas schwierige Zeit, eine herausfordernde Zeit, was nicht dazu führt, dass man die Köpfe hängen lassen, ganz im Gegenteil, im Wissen auf eine gesunde, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Geschäftspolitik kann Raiffeisen auf die eigene Stärke ohne weiteres vertrauen. Und einen Satz vielleicht zu jenem Institut, das für Raiffeisen steht und das medial natürlich die größte Aufmerksamkeit erregt, das ist unsere Raiffeisen Zentralbank Österreich AG und ihr Konzern. Ich kann Ihnen sagen, meine Damen und Herren, was immer da Geheimnis geschrieben oder sich von freundlichen Mitbewerbern gewünscht wird, zum Glück geht es uns viel besser, als uns diese Mitbewerber vielleicht wünschen würden. Die veröffentlichten Halbjahresziffern sprechen eine klare Sprache und ich kann Ihnen sagen, dass die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Natürlich die Wachstumsraten der letzten Jahre und fast Jahrzehnte von über 20-25% wird es nicht geben. Wir sorgen ordentlich vor für die Krisen, für die Schwierigkeiten, die wir erwarten im Kreditgeschäft. Wir haben die Staatshilfe in Anspruch genommen, aber nicht um unsere Verluste auszugleichen. Da haben wir welche gehabt, jawohl, aber wir waren stark genug, mit einem kleinen Teil unserer Reserven diese Verluste auszugleichen. Die Staatshilfe haben wir in Anspruch genommen, damit wir eine eiserne Kasse haben und damit wir den plötzlich aufgetauchten internationalen Erfordernissen nach Kapitalausstattung Rechnung tragen können. Wir werden aber jederzeit und selbstverständlich in der Lage sein, diese Staatshilfe nicht nur zu bedienen, sondern auch zeitgerecht zurückzuerstatten. Übrigens etwas, was offenbar nicht alle Mitbewerber zu Wege bringen. Und ich kann Ihnen noch einmal versichern, das Ergebnis der Raiffeisen Zentralbank bis zum August reicht schon aus, um die Staatshilfe und die private Hilfe, nämlich die 2,5 Milliarden Partizipationskapital, die mit 8% verzinst werden müssen, das sind immerhin 200 Millionen, diese nach Steuern zu bezahlen und die Dividende im bisherigen Ausmaß von 140 Millionen gleichfalls zu bezahlen. Der Markus Meyer weiß das auch und dringt ebenso wie ich darauf, dass eine nachhaltige Geschäftspolitik auch in der Raiffeisen Zentralbank Platz greift und weiter fortgeführt wird. Wir haben vieles verändert. Aber wir haben die Strategie, die grundsätzliche Ausrichtung des Unternehmens beibehalten. Und das gilt in Wahrheit für alle anderen Teile auch. Die Raiffeisen Bankengruppe Österreich ist ja bei weitem nicht so betroffen gewesen, wie das internationale Institute waren, weil wir ja unser Geschäftsmodell aufgebaut haben auf den direkten Kontakt mit den Kunden, mit dem Kreditnehmer und dem Sparer und nicht uns verloren haben in irgendwelche Finanztransaktionen internationaler Art, die wir nicht überblicken können. Dass nicht nur der Finanzmarkt in einer schwierigen Lage ist, sondern auch der Agrarmarkt, wissen wir auch. Aber auch hier gilt es, die gegenwärtige Situation zu nutzen, um nachzudenken, wie wir sowohl im Verarbeitungs- als auch im Handelsbereich die Strukturen optimieren. Durch mehr Zusammenarbeit, durch neue Wege, da sind wir gefordert und ich gehe davon aus, dass die Verantwortlichen in den einzelnen Genossenschaften das auch sehen und tun. Wenn wir vom Raiffeisenverband um Rat gefragt werden, stehen wir gerne zur Verfügung, aber wir haben nicht die Absicht, uns ungefragt hineinzumischen. Wir haben Verbandstag eines Revisionsverbandes und die Revisionsverbände haben nicht nur einen Change, sondern sie stehen auch vor einer großen Challenge. Denn im Zuge der Entwicklung der Finanzmärkte gibt es eine Reihe von Neuerungen, was Buchhaltungsvorschriften, Rechnungslegungsvorschriften betrifft, Kapitalvorschriften betrifft, was Qualitätskontrollen und ähnliche Dinge betrifft. Vor 15 Jahren habe ich bei meinem ersten Bundesrevisorenkonferenz in Meierhofen im Zillertal von der Notwendigkeit verstärkter Kooperation der Revisionsverbände gesprochen. Damals hätten sie mir bald wieder ausgeschmissen, 2 Monate nach der Wahl, weil jeder gesagt hat, wir sind selbstständig und der Föderalismus ist das Prinzip, das ganz oben steht, alles andere kommt viel später. Zwischenzeitlich hat sich einiges getan.
Und ich bin sehr froh, wir werden das heute Nachmittag weiter vertiefen in einer Arbeitstagung mit den Revisoren aus Österreich, dass die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und das Wissen, dass wir viel mehr miteinander machen müssen, dass die wächst und dass es auch hier die Möglichkeit gibt, neue Wege gemeinschaftlich zu gehen. Denn die Genossenschaftsrevision ist ein unverzichtbarer Teil unserer Realverfassung bei Raiffeisen in Österreich. Bei selbstständigen Genossenschaften muss es auch eine inhaltliche Revision geben, also die auch die Zweckmäßigkeit und nicht nur die steuertechnische Richtigkeit der Geschäftsabwicklung prüft. Und das wollen wir erhalten. Das können wir aber nur, wenn wir den Qualitätsanforderungen, den ständigen Qualitätsprüfungen, die international gefragt sind, auch standhalten können. Ansonsten wird uns der Markt nicht mehr akzeptieren. Der Wechsel, Hans-Jörg, also das war schon die Rede, wird noch viel die Rede sein, 40 Jahre im Genossenschaftswesen, der hat die letzten 15 Jahre als Verbandsobmann immerhin 3 Geschäftsführer verbraucht, die sind aber angetreten heute, also so schlimm kann es nicht gewesen sein. Er hat sorgfältig vorgeplant und einen Vorschlag gemacht, wie seine Nachfolge aussehen kann. Der ist zwar ein bisschen nervös, aber das gehört dazu, passieren wird da nicht sehr viel, wenn ich in dem Saal blicke. Dasselbe gilt auf der Ebene der Führung des Verbandes, nämlich der Beamtetenführung. Erich Unterweger hat einen hervorragenden Job gemacht. Die letzten 5 Jahre war er auch im Raiffeisenverband und ich werde noch Gelegenheit haben, mich dafür ordentlich zu bedanken. Ich bedanke mich jedenfalls sehr bei euch beiden und dieser Wechsel ist zwar ein Personenwechsel, aber ich gehe davon aus, dass die Strategie, die Planung, die nachhaltige Führung des Raiffeisenverbandes Steiermark im bisherigen Sinne, im besten Sinne Friedrich Wilhelm Raiffeisens, der Genossenschaftsidee, weitergeführt wird. Vielen Dank und viel Erfolg den Neuen.